Hallo und herzlich willkommen zur 290. Folge von Let's Play Minecraft. Ja, an den wunderschönen Mittwoch. Und ich möchte euch gleich schon mal sagen, ich habe den Shader rausgenommen. Es war nur mal ein Test. Ich habe den Shader jetzt auch mal komplett rausgenommen, dass wir jetzt mal in Ruhe arbeiten können, weil mein Rechner gerade ein paar Macken hat. Und diese Macken sind einerseits diese, dass ich auch ohne Shader jetzt ein paar Frame-Einbrüche habe. Dazu stelle ich mal die Minimap kurz aus und zeige ich das im F3-Modus. Ich habe sonst ohne Shader, aber wenn ich nach oben gucke, sind es zwar 60, aber so waren es vorher auch 60. Ich weiß nicht warum, ich habe nichts geändert. Ihr seht oben rechts, ich habe Minecraft jetzt nur 3 GB zugewiesen, es war aber mit 8 GB genauso und es nützt mir eh nichts, wenn es nur ca. 1 bis 2 MB verbraucht. Deswegen sind da 8 GB auch nicht so sinnvoll gewesen. Ich weiß nicht, wie man das, also das Hochskalierte auch wirklich zum Umsetzen benutzt, denn unten steht ja das allocated 54%, also 1136 MB. Wenn man auch ganz genau hinguckt, geht die Memory auch nicht höher als diese Zahl. Und deswegen kommen wir auch mit unseren 8 GB nicht besser hin. Deswegen frage ich euch, ob ihr da irgendwie einen Vorschlag habt, wie man das denn umsetzen könnte, dass man das umändert. Also wo man das umändert vor allen Dingen, das würde mich sehr interessieren. So, ich bin alleine, man sieht es daran, oh, mal F3-Modus, zack, hier, ich bin alleine. Ich mach mal die Wegpunkte, so, zack. Noch da aus, na, lass mal an. Die haben mir sonst auch mal ein bisschen geholfen. So, was hat sich getan? Es hat sich einiges getan in meiner Abwesenheit. Unter anderem ist hier ein Dach drauf gekommen. Und da auch. Ich gehe da mal ganz kurz hier rein. Übrigens sind ja Türen. Ich glaube, die Schilder, die standen da auch schon oben drauf. Dass ich jetzt ein Birkenholzdach bekommen mit Ziegelstein, Steinziegelstufen und Treppen natürlich auch. Schaut jetzt so aus im Giebel. Fenster sind noch keine drin, die muss ich noch einfügen. Und das sind ja wie gesagt 2 Wohnungen, deswegen habe ich die auch abgetrennt mit einer Wand in der Mitte. Ich wollte es ein bisschen steril halten und das ist jetzt der Dachgiebel hier. Ganz oben habe ich mir gedacht, naja, da lohnt sich der Dachgiebel nicht wirklich, weil da hat man wirklich nur diese eine, den ein Zweier sich zu bewegen. Aber man könnte den ja für Stauraum, für Truhen benutzen. Auf der anderen Seite ist das genauso. Nur spiegelverkehrt. Ja. So, jetzt kommen wir zu einem Fall, der mich wirklich lange gebraucht hat. Übrigens, ich habe hier Terraform, wo der Weg hinten lang geht, das seht ihr gleich. Diese Pflanze hier, also wo ich auch gerade hier reingucke, ihr seht, warum ist das so? Ja, wenn ich so auf die Pflanze drauf gucke, alles in Ordnung. Nur wende ich den Blick einmal ein wenig rüber, ist die Pflanze riesig. Wie kann das sein? Ich kenne eigentlich immer von Pflanzen, dass die ein und dieselbe Textur haben. Aber die Pflanzen hier haben nicht ein und dieselbe Textur. Obwohl diese von der Richtung, wie von der Richtung, wie von der Richtung, na, wenn ich mir das jetzt so betrachte, und so, auch anders ausschaut. Aber das ist wirklich ein krasser Fall. Kleine Pflanze, Riesenpflanze. Klein, riesig, klein, riesig. Ja, also,
wer sich sowas einfallen lassen hat, das ist wirklich nicht so praktisch. Ich habe gedacht, wenn man so eine Pflanze hat, dann hat die auch dieselben Texturen, wie die auch hier in diesem Kreuz angezeigt wird, ne? In diesem Kreuz, was ihr hier seht. Aber wenn ich hier rübergehe, ist dieses Kreuz auf einmal hier eine Fläche komplett, ne? Vor allen Dingen hier, ne? Wenn ich hier hingucke, ist dieses große Kreuz, ne? Das große Kreuz hier nicht so quer. Wenn ich jetzt aber hier hingehe, ist es aber auch so quer, ne? Also wenn ich von hier gucke, oben drauf ist es nicht. Aber wenn ich so gucke, und da ist es da. Also komisch, sehr komisch. Ich gehe schlafen. Ein bisschen ungewohnt, weil das jetzt, weil ich jetzt später schlafen gehe. Wo ist das Bett? Also das habe ich dabei. Genau. Ich wollte euch mal ein bisschen was zeigen hier. Unter anderem auch hier hinten. So unten in den Koordinaten. Jetzt habt ihr vielleicht schon ein bisschen was gesehen. Gut. Hier unten kennt ihr ja den Weg. Der führt ja bis weitem so hier hoch und dann ganz hoch. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Man muss jetzt hier hingehen. Und geht jetzt hier so hoch. Man kann sich jetzt entscheiden. Ich habe ja etwa auch Straßenführung geändert und geschrieben. Bei uns im Texture Pack geht kein SZ. Und dass der Weg dann in die Richtung weitergeht. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Alles klar. Kurz auf die Uhr gucken. Super. Wir gehen als erstes mal hier lang. Das kennt ihr ja schon. Hier kommt ja die Weberei. Das ist die Schäferei, das ist die Weberei. Fällt auch hier. Weberei St. Pasken am Kontrastenweg Nummer 3. Und hier steht auch, wo das alles hingeht. Und das Schild ist ja neu. Hier geht es nämlich zu den Stadtteilen Nordwehen-Hochwehen und Nordwehen-Lüneleben. Und diese zwei Stadtteile tue ich euch mal ganz kurz vorstellen, indem ich da lang laufe. Hier geht es, wie gesagt, jetzt nach oben zu den anderen Ortschaften. Ich habe nochmal hier extra einen Wegweiser, dass es hier in die Altstadt geht, Markt und Rathaus. Und hier geht es jetzt nach Lüneleben, nach Hochwehen auch, das hat aber dann nicht mehr drauf gepasst. Geht zur Kathedrale. Kathedrale ist ja auch dort oben entstehen. Nach Tannenstein und Menkleden. Menkleden kennt ja jeder von euch. Nur Tannenstein noch nicht. Tannenstein ist ein kleines Bergarbeiterörtchen. Und da gab es auch vor kurzem einen schweren Vorfall, denn da ein Erdrutsch. Und der Erdrutsch, der hat dort sämtliche Häuser verwüstet. Genau. Hier oben ist jetzt eine kleine Weggabelung von drei Wegen. Einmal in die Richtung, einmal geht es hier runter. Und da geht es nichts weiteres als hier zum Anschluss an den Weg hier unten. Und da habe ich musste ich wirklich den Weg so ein bisschen in Serpentinform anfertigen. Und da kommt man dann hier unten im Stadtteil Heide raus. Ja, hier sind die Bahnschranken. Hier geht es nach Mooseck, hier zum Hauptbahnhof. Hier ist das Rote Beetefeld. Das Kartoffelfeld, hier sind Kühe. Hier kommen dann noch hier Karotten, wollte ich gerade schon sagen. Na, sag schon. Kürbisse und Dings hier hin. Kürbisse und Melonen, genau. Das ist ja der Weizenweg hier und die Lünelebener Straße, die fängt hier an. So, die Lünelebener Straße geht dann hier so lang und führt dann hier hinten weiter in die Richtung. Hier steht Tannenstein 500 Block oder 500 Metern. Hier ist eine große Tafel. Ich baller euch wahrscheinlich jetzt vollkommen mit neuen Gebilden zu, was ich hier alles bauen möchte, steht nämlich hier dran und deswegen wird es wahrscheinlich etwas zu viel sein, was ihr jetzt erfahrt. Aber ich mache das natürlich gern.
Die lügenlebende Mine, Kathedrale zur Hohen Wehe, Kuhwiesen am Hang, die Schmiede zum Tannensteiner, der Meisterbetrieb Gleisenmanufaktur Igor Klömering oder Klömering, je nachdem wie man es ausspricht, die Lehmbrennerei Brennendes Kuhleder, Steinmetzgerei zum Runden Pixel, dann Nadelfels Baummanufaktur, das ist ein Schreiner, soll ich sagen, Floristik zum Schmierfink und die Gerberei Meisterei Udo Fekt. So, hier ist auch noch ein bisschen was drin, ein bisschen Krust. Ja, so viel Krust ist das gar nicht. Die Straße ist ja noch nicht fertig, sieht man auch in der Minimap. An der Minimap hier ist sie zu Ende. Genau, zack, zack, zack. Und hier hinten führt es dann weiter nach Tannenstein. Und Tannenstein sind jetzt circa noch 400 Meter. Mal gucken, wie man das dann macht. Hier geht es dann wieder zurück. Habe ich einen kleinen Tunnel geschlagen, den mit Erde ausgekleidet. Und der ist auch fast durchbrochen mit Erde. Also mit Gras. Mal sehen, ob man den glorreichen, die glorreiche Zusammenführung beider Wege miterleben können. Im Moment könnt ihr noch warten, bis ich hier den Weg fertig gemacht habe. Zack, zack, zack. Ja, können wir da mit dran teilhaben oder nicht? Na, da warten wir mal noch ein bisschen. Die Zeit haben wir ja noch genug. Vielleicht fehlt denn hier einfach noch ein bisschen Licht, ist ja noch. Ja, hier könnte man noch eine Fackel hinsetzen, oder? Ne, hier ist eine, da könnte man die auf die Seite setzen. Oder setze einfach mal eine hier hin. Ja, mal gucken. Mal gucken, was es bringt. So. Wir schnappen uns jetzt mal ein bisschen Erde. Füllen das ja noch auf. Zack. 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 Und zack, zerab. Warum mache ich eigentlich die Fackeln weg? Ich wollte nur den Erdblock hier rausholen, weil der mir mal entschwunden ist. So. Und nur das Loch dazu machen, dass ja niemand runterfällt. So, und hier kann man dann schön auf Nordwehen gucken, von hier oben. Von den Häusern, die ja noch weit in den Himmel ragen. Und hier habe ich schon mal zwei Zaunspfähle hingestellt. Und die zwei Zaunspfähle, da machen wir jetzt weiter. Oder machen wir da jetzt weiter? Ich kann mir ja schon mal die Materialien in mein Handgepäck tun. Vielleicht erratet ihr, was ich vorhabe. Vielleicht auch nicht. Wir laufen jetzt den Weg hier mal noch mal kurz weiter. Ich möchte euch noch zeigen, die Errungenschaften, die ich jetzt gezogen habe, wenn ich jetzt hier lang laufe. Da sind wir ja vor ein paar Folgen am Anfang der Woche oder das Wochenende, was jetzt war, letztes Wochenende, lang gelaufen und haben zum Beispiel dieses Schild hier platziert. Planbaustelle Kirche, erstellt am 22.10. genau. Heute ist ja der 26. Hinten kann man noch gerade so eine Nordwind-Tower sehen. Das ist der Schildkrötenfelsen. Sieht man ja, so schwer an dem Kopf und der Schildkrötenform eines Panzers. Hier soll die Kathedrale entstehen und sie soll wirklich von hier hinten bis hier vor, also so richtig am Weg hier entlang. In die Breite natürlich auch.
Da müssen wir nochmal gucken, wie wir das ja mit den Bergen hier drüben machen. Zum Glück sind es nicht so hohe Gebilde wie da hinten. Sodass dieses Monument wahrscheinlich auch wegkommen wird. So, hier geht's jetzt in das Stadtteil Lüneleben. Und ich habe mir mal ein bisschen vorweggenommen, dass ich hier kleine Sprüche der einzelnen Stadtteile zuweise. Und das könnt ihr natürlich auch machen. Wenn ihr einen besseren Vorschlag habt, dann rein in die Kommentare. Das Stadtteil Lüneleben bezieht sich natürlich hauptsächlich auch mit auf den Bergbau und auf die Landwirtschaft. Deswegen habe ich das mal Herz des Wehengebirges genannt, weil hier lebt natürlich einiges an Pflanzen und Erzen etc. Hier ist nicht so nicht so viel in den Truhen. So schaut es ja aus. Und Hochwehen hat mit Aussicht nach vorn bekommen, weil hier natürlich hohe Gebäude entstehen sollen. Diese hohen Gebäude kann man natürlich perfekt als Aussichtspunkt nehmen. Ne? Und hier geht es dann nach zum Zentrum hier. Muss ich auch mal ändern. Tarnstein hat nämlich von hier aus gesehen 0,7 Kilometer. Müsste ich noch ändern. So, wir laufen Richtung Menkläden. Es wird langsam wieder Nacht. Und ihr seht, hier ist noch einiges am Entstehen. Und hier ist einiges, wo ihr sagt, ja, okay. Was ist das jetzt hier schon wieder? Das ist ein Löschteich. Ich habe schon wieder die Eimer vergessen. Ich vergesse immer die Eimer, wenn ich hier laufe. Hier habe ich Andesit, also unpolierter Andesit, reingetan. Und diesen unpolierten Andesit habe ich natürlich hier auch dann mit Wasser befüllen wollen. Hier kommt die Mine hin. Die lünelebene Mine. Kommt wie so eine Kaserne hin, so Häuser ringsrum in einem Platz in der Mitte. Und hier geht es dann in die Mine rein. Die Mine ist schon ein wenig erforscht. Ich habe die Kohle drin gelassen, das Eisen aber noch nicht. Weil das war hier drin ein bisschen Eisen. Da bin ich mal hier so ein bisschen weitergegangen nach da unten. Aber ich weiß nicht, ob da unten auch eine Höhle ist. So. Schon mal dem Erforschungsdrang hier. Die Lava habe ich natürlich gelassen. Die Quelle der Lüne ist auf der anderen Seite. Denn ich habe da ein kleines Naturreservoir angelegt. Das kann ich euch auch noch mal kurz zeigen. Hätte ich fast vergessen. Das Schwert wollen wir jetzt nicht in der Hand nehmen hier. Lieber ein bisschen was zu essen. Und die Kuhzucht soll natürlich auch angetrieben werden. Darum gibt es ja die Kuhweiden durch die Richtung Tarnstein hinter. Wir laufen jetzt aber mal die Menglederstraße hier entlang und entdecken da ein wenig blau. Und das sieht auch nicht natürlich aus. Das ist die Lüne. Die Lüne ist ein kleiner Bach, kann man schon sagen. Ich mache den hier mal ein bisschen natürlicher. So. Hier oben unten soll dann, wie gesagt, ein kleiner See entstehen. Darum diese Fläche. Aber die Fläche ist auch natürlich entstanden. Die habe ich noch nicht bearbeitet. Was ich bearbeitet habe, ist dieser kleine Fluss. Dieser kleine Bach hier, der hier so springflutartig nach unten führt. Und hier wird auch gerade eine Kuh nach unten getrieben. Weil diese Kühe, die gibt es hier zuhauf. Guten Tag. Finde ich lustig. Die kommt dann hier unten. Spätestens hier kann die dann wieder nach draußen. Ja, noch nicht, aber jetzt. Jetzt, oder? Noch nicht? Immer noch nicht. Ist lustig. Finde ich zumindest lustig. Also, das sagt uns schon mal eins. Es funktioniert. Ja. Jetzt wurdest du abgetrieben. Kann man es auch nennen. Hier ist auch noch eine Kuh. Hier habe ich ja extra mal hingeschrieben, Quelle der Lüne. Dass ich das mal nicht vergesse in 80.000 Folgen. Und die ist da oben. Hier hinten ist wirklich noch
so halb unerkundetes Gebiet. Und hier fängt langsam das Land an von Tannenstein. Ganz langsam. Hier hinten soll eine Brücke entstehen, die zum Örtchen Tannenstein führt. Aber das Örtchen Tannenstein, das wisst ihr nicht, wo das liegt. Und das werde ich jetzt auch noch nicht so verraten. Das ist geschichtlich noch ein wenig weg. Ax! Und ich brenne. Ich habe gedacht, ich schaffe es noch. Aber wahrscheinlich dann doch nicht. Bitte nicht sterben, warte mal. Das war knapp. Das war sehr knapp. Genau, und heute machen wir auch mal. Hier kommen die ganzen Kühe an. Also die Kuhzucht, die wird ja wahrscheinlich gut laufen. Hier ist noch keine Beschilderung, die kommt noch dazu. Hier kann man dann in die Richtung nochmal nach Nordwehen, das kommt dann. Ich kann jetzt mal den Weg, die Wegplanung jetzt im Großen und Ganzen zeigen. So, wir sind jetzt hier. Hier ist das Löschbecken. Hier ist die Quelle der Lüne. Hier waren wir gerade. Hier soll die Brücke zu Tannenstein führen. Und hier oben ist der Stadtteil Boltwitz, beziehungsweise der Ort Boltwitz, jetzt noch Ort Boltwitz. Weil ihr müsst wissen, hier unten ist ja der Südausgang von Nordwehen, ne? Und hier oben soll der Nordausgang von Nordwehen entstehen. Das bedeutet, dieses Straßennetz soll so mal als angedeutete Grenze von Nordwehen gelten. Wattungen ist ein eigener Ort für sich, mit der Insel Wattungen. Und da ist ja auch ein Leuchtturm entstanden, den habe ich euch ja schon vorgestellt. Und in der Altstadt von Nordwehen, die sich da ja hier befindet, diese Altstadt wird natürlich erhalten bleiben. Ne, die Altstadt ist hier. Das ist die Altstadt hier. Die Altstadt bleibt natürlich erhalten. Nur es wird immer mal wieder ein neues Häuschen dazukommen, wie zum Beispiel hier. Sieht man diese Häuschen? Die habe ich ja in den letzten Tagen erschaffen sozusagen. Und hier soll ja die Kathedrale entstehen. Also das kann ruhig so groß werden hier. So großes Ding. Wird wahrscheinlich ein ganz großes Bauprojekt von mir. Das zweite große Bauprojekt, das kommt. Moment. Wo habe ich das geplant? Hier. Bei diesen zwei Doppelseen. Also bei den einem Doppelsee. Und diesen zwei Seen habe ich zu verdanken, dass ich hier oben den höchsten Aussichtspunkt hinbaue, den ihr euch nur vorstellen könnt. Aber er soll nicht direkt hier an die Klippe, weil das ist ja die Klippe. Er soll so ein bisschen so außerhalb, also so, wo ich hier gerade bin. Ich kann ja mal ganz kurz den Wegpunkt dorthin setzen. Ist schon Nacht, dann kann ich ja gleich mal gucken. Wie mache ich den? Ich mache den mal so rötlich, blutrot. Was mache ich da jetzt mal hin? Am besten eine Cloud, eine Wolke und benenne den jetzt mal in Aussichtskuppel. Zack, das ist die Aussichtskuppel. Und ich tue den jetzt noch bearbeiten, denn ich möchte den jetzt nicht anhaben. Hier oben geht dann die Straße wieder zurück, wo man dann hier bei der Bibliothek, das ist die Bibliothek, rauskommt. Die Straße habe ich ein bisschen verändert, ein bisschen verbreitet. Hier ist der jetzige Ortsausgang noch von Nord-Nordwehen. Und hier ist eine kleine Abzweigung. Hier gibt es noch Menkleden. Menkleden ist da. Hier oben ist Menkleden. Und hier ist ja Wattungen und hier baue ich gerade eine kleine Straße nach Wattungen. Es ist immer noch nicht Nacht. Und die Folge wird etwas länger und wir laufen gehen Norden Richtung Menkleden. Habe ich natürlich nicht dabei, den Stein dafür.
Aber die Erde dafür habe ich mit. Wollte natürlich auch ein bisschen produktiv werden. Und da bin ich ja mal gespannt, wie das so wird hier. Also die Folgen, die sollen jetzt auch mal ein wenig länger werden, wie ihr ja heute mitbekommt. Ne? Also die Folgen werden hier ein wenig länger. Und hier seht ihr schon, Notwehen Altstadt geht's da lang. Menkleden da lang. Tannstein auch da lang. Und Wüstkampen natürlich auch da lang. Es geht natürlich über Menkleden. Ne? Der Kurort Wüstkampen. Hochwehen und Aussicht Horstberg. Das ist der Horstberg hier. Dort, wo der Baum drauf steht. Ich kann da mal. Hier ist der jetzige noch Nordeingang. Das Ortseingangsschild. Im Kummlinger Kreis blau gekennzeichnet. Und die Straßenschilder mit Birkenholzbrettern versehen. So, jetzt wird es kalt hier oben. Super kalt. Hier ist eine Fackel und das ist der Horstberg. Wenn man hier oben ist, da kann ich euch gleich mal zeigen, wo ich geplant habe. Dort ist die Bibliothek. Und hier oben drauf. Oder? Nee, wo war das jetzt? Dahinter. Zwischen hier den hier. Und den dort hinten. So hier auf die Kuppe. Da kommen noch ein paar Häuser. Und dahinter, hinter denen, da, warte mal. Genau. Das ist der Berg, wo wir drauf gucken. Hier zwischen kommt die Aussichtskuppel hin. Und wie die wird, das werdet ihr wahrscheinlich so in 200 Folgen erleben. Hoffentlich. Hoffentlich. In so einem ungefähren Dreivierteljahr. Cedric hat kein Essen mehr. Cedric geht schlafen. Wir sehen uns morgen wieder. Ich nehme das Bett mal so auf hier. Zack. Und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt Geschichten aus Nordwind. Ciao, ciao.